drauf, da steht Freiheit! Freiheit. Guten Tag und danke, dass ihr gekommen seid. Eigentlich erzähle ich immer was Positives oder zumindest ich versuche es, aber ich möchte etwas erzählen, was mich heute Nacht passiert ist und was alles ist als positiv ist, leider. Ich wurde von meinem Sohn angerufen um 22.30 Uhr heute Nacht. Unser Lieblingskater war schwer atmen, der war auf dem Boden am Sabbeln, irgendwie sehr, sehr schlecht. Und ich sagte der Junge, na gut, da musst du im Internet schauen nach einem Nottierarzt. Ich bin 800 Kilometer entfernt, ich kann für dich wirklich nichts tun. Dann ruf mal einen Tierarzt und guck, dass du ihn dahin bringst und schauen wir mal. Dann versuchte der Junge anzurufen. Und was er bekam von der Nottierpraxis ist, er müsste Bargeld bezahlen, damit überhaupt der Kater aufgenommen werden könnte. Der Junge hatte 10 Euro bei sich. Der war komplett verzweifelt, sah das Tier vor ihm sterben und hatte nicht das Geld. Und deswegen lehnte die Klinik ab, vorbeizukommen oder lehnte auch ab, dass er kommt. Er hatte sowieso auch nicht mal das Geld für ein Taxi. Er ruft mich jede 5 Minuten an, der war komplett aufgelöst, ich natürlich auch. Und dann fand ich doch eine Freundin, die bereit war, was zu versuchen. Und diese Freundin rufte der Tierarztpraxis und sagte, Sie kommen zu mir, dann kriegen Sie ein Geld und dann gehen Sie zu ihm und dann können Sie den Kater mitnehmen. Und so werden Sie dann einverstanden. Nun, das Ganze dauerte 3 Stunden und als das Tier zum Tierarztpraxis kam, war es zu spät und er wurde in den Armen von meinem Sohn eingeschläfert. Scheiße! Ich fand das extrem schwierig, den ganzen Tag heute zu akzeptieren, dass dieser junge Wesen einfach gestorben ist wegen Geld. Es gab keinen anderen Grund. Okay. Ich glaube, es ist höchstens an der Zeit, dass die Menschen verstehen, aufzustehen, dass diese Blätter unser Leben einfach kaputt machen. Vom Grund auf. Und es geht nicht nur um Geld, es geht um Zählen, Vergleichen, Wettbewerb. Wer macht mehr? Wer hat mehr Macht? Wer kann mehr? Ihr müsst euch vorstellen, als Baby, ihr werdet geboren und das Erste, was die Eltern sagen, ist, ich bin so und so groß und wiege so und so viel. Und schon darüber gibt es irgendwie Neid, wenn man sagt, aha, mein Kind wäre nur 52 cm und sein Kind ist 54 cm. Da fängt schon mal da los. Okay? Das ist unakzeptabel. Und dann dieses Kind irgendwann kommt in der Schule und dann geht es mit Noten los. Wie viele Noten hast du? Wie viel hat der beste Freund für Noten? Naja, ist er immer noch der beste Freund mit der Note, die er hat? Kann er noch mein bester Freund bleiben? Und dann geht es weiter im Leben. Dann geht es darum, wie viel Zahlen man auf seinem Bankkonto hat. Hat man einen großen Zahl oder einen kleinen Zahl? Und darum geht es. Und so bewerten sich die Menschen. Ich vorbereite im Moment eine Kunstausstellung, die wird im März in Berlin ausgestellt für einen Monat. Und das Thema ist eine geldlose Gesellschaft. In dieser Ausstellung wird auch ein Wesen irgendwie am Leben gerufen, was gehalten werden soll von den Menschen über einen Monat lang. Wenn ihr in Berlin seid, seid ihr willkommen zu unterstützen. Und darum geht es in dieser Ausstellung, dass man weiß, dass wir es schaffen können, ohne zu vergleichen und ohne Geld zu leben. Ich weiß, dass Leute wollen diese Utopie nicht wahrhaben, aber das ist möglich. Im Rahmen dieser Ausstellung habe ich sozusagen Leute interviewt, um zu wissen, wie sie mit Geld umgehen und was mit Geld mit denen macht. Und bemerkenswert war es ein Künstler, der wahnsinnig viel tut und im Rahmen dieser Interview sagte mir, ich habe kein Geld, ich bin also nichts und in Tränen verfiel. Ich kenne wenig Menschen, der so viel tut wie dieser Mensch. Da geht lang, okay? Wir müssen einfach lernen, dass unsere Macht geht nicht mit Geld überein, sondern es geht um unsere inneren Werte. Und jetzt möchte ich auch was Wichtiges erzählen, glaube ich, ist, dass ich möchte natürlich auch gerne als Künstlerin ästhetische Fotografien machen und mich mit Schönheit beschäftigen und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Künstler hier sind, versammelt.
Aber mein Appell an den Künstler ist, dass es ist leider nicht die Zeit, dekorative Kunst zu machen. Ich würde es unglaublich gerne machen. Ich finde, es hat auch seine Berechtigkeit. Schönheit ist wichtig für die Seele. Aber im Moment gibt es was Dringendes. Und ich möchte gerne, dass die Künstler sich beschäftigen mit unseren Problemen, die wir heutzutage haben. Und das ist natürlich Geopolitik, darüber wird Ken dann mal später reden. Aber es geht auch nicht nur um Geopolitik, es geht auch um dieses verflixte Geld. Und da muss man ran als Künstler überlegen, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie diese Idee von geldloser Gesellschaft einfach akzeptieren. Weil bisher, wenn man mit Leuten spricht, kommen immer die gleichen Probleme. Ja, wenn es kein Geld gäbe, würde ich auf dem Sofa bleiben für die kommende... Und dann frage ich, wie lange? Wie lange auf dem Sofa willst du bleiben? Kannst du nicht irgendwann denken, dass du irgendwann doch aufstehst von deinem Sofa und was tust? Oder willst du einfach nur, weil es kein Geld mehr gibt und dass du getragen wirst von der Gesellschaft, nie was tun? Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, wenn es wir kein Geld hätte in dieser Gesellschaft, dann würde garantiert diese Person weniger tun als ich. Und das ist doch nicht fair. Dann will ich mehr haben als diese Person. Also zu dieser Geschichte, das, was man antworten kann, ist Punkt 1. Kannst du geben oder kannst du annehmen? Was ist deine Stärke? Die meisten Leute, die können geben und nicht annehmen. Und dann haben sie Angst, dass andere Leute zu viel nehmen. Aber das Problem ist, dass sie selber nicht annehmen können. Das ist eigentlich das Problem. Damit meine ich, dass der Schritt Nummer 1, um geben zu lernen, ist annehmen zu können. Das heißt, es geht nicht darum, nur, dass man was gibt, sondern dass man den Platz lässt, damit man annimmt. Als Beispiel, wenn ihr einen Obdachlosen seht und merkt, ihr habt gerade der Kleingeld für ihn. Das ist nicht so, dass man das Kleingeld wirft und wann vorbeigeht. Man geht zu den Obdachlosen, kann ich? Ich kann's. Ich mache die Entscheidung, ich kann's. Ich schaue der Obdachlose, ich sage Hallo. Ich gebe das Geld, ich schaue in den Augen. Ich warte, dass er sagt Danke. Ich gebe ihm auch die Zeit zu geben, Danke. Dann lächle ihn an und gehe. So funktioniert ein richtiger menschlicher Austausch. Diese Werfen von dem Geld zu einem Penner ist eine reine Beleidigung. Das zeigt ihm, dass er nichts wert ist. Und dann kommt er auch nie dazu, Geld zu bekommen. Weil Geld für ihn bedeutet Erniedrigung. Vom Anfang an. Versteht ihr, was ich meine? Zu den Obdachlosen will ich noch was sagen. Ich glaube, dass jede Stadt in Deutschland und in vielen Ländern Europa absolut in der Lage wäre, ohne Obdachlosen zu sein. Weil für eine Stadtkasse, die paar Obdachlose, die da sind, eine Unterkunft zu geben und regelmäßiges Essen, bedeutet nichts. Es ist ein Tropfen in deren Budget. Warum wird es nicht gemacht? Ich sag euch warum. Weil wir Angst haben müssen, dass wenn wir den Amtsrat verlassen, dann wir selber so landen. Wir müssen diesen Schicksal jeden Tag anschauen, also für Großstädte sowieso mehrmals am Tag, anschauen, damit wir Angst haben und sagen, nee, dieser Job ist zwar übel und frisst mich die Seele auf, aber ich bleibe dabei. Sonst werde ich mit dem unter die Brücke sein und bombardiert werden von 15 Münzen, ohne angeschaut zu werden von den Menschen. Also zu den Künstlern hier. Gibt es überhaupt Künstler hier? Ja, gut. Lebenskünstler. Auch wichtig. Also die Lebenskünstler sind gar nicht so unwichtig, die braucht man. Eine letzte Sache wollte ich noch sagen zu einer geldlosen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, was hier immer wieder im Kopf haben muss, wenn mit den Leuten reden. Weil, im Grunde, was könnt ihr machen? Das ist immer die Frage. Genau, gehen wir mal lieber dahin. Die Leute fragen sich, was kann ich machen als einzelner Mensch? Ich werde bombardiert von Nachrichten, da passiert diese schlimme Sache, da passiert dies und das. Was kann ich selber machen? Ihr könnt einiges tun. Das Erste, was ihr tun, ist natürlich Information. Das heißt, andere Menschen dazu bewegen, auch Lust zu haben, was zu tun. Und Information bedeutet nicht, die Leute mit negativen Botschaften zu erschlagen. Weil das geht schief. Probiert das mit einem 16-Jährigen, zu sagen, wir haben das Problem, dies und das. Dann sagt das Kind, lass mich in Ruhe, Mama, ich will davon nichts mehr hören, ich bin jung, ich will leben. Okay, das funktioniert nicht. Man kann ihm aber sagen, was hältst du davon, wenn wir mal einen Garten hätten und dass wir zusammen was machen würden? Und dann vielleicht kommt das Kind, ja, ich könnte vielleicht die Pflanzen erkennen für dich oder ich habe ein gutes Gedächtnis. Okay, dann machen wir das so. Das heißt, Bewegung versuchen in Positive.
Und für mich, die Rolle der Künstler ist, Vision zu geben. Es gibt sozusagen Leute, die Fakten geben, so wie Journalisten, Aktivisten. Und es gibt Leute, die Vision geben. Weil erst wenn eine Vision da ist, ist man in der Lage, Entscheidungen zu treffen, um diese Vision möglich zu machen. Künstler dieser Stadt, schafft Visionen für eure Leute drumherum und bleibt positiv. Das war meine Botschaft für heute.